Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge von Minecraft und Buildcraft und unsere ganzen Mods. Ja, ich bin hier dabei gerade mit Sandrick am Bruchstein abbauen. Hallo Sandrick. Hallo. Diese Folge, die wird ja etwas brüchig werden, kann man fast sagen, denn wir haben fast keinen Bruchstein mehr für unser großes Mammut-Bahnhofsprojekt und deswegen werden wir jetzt heute mal ein bisschen Bruchstein abbauen. Aber ich würde sagen, während wir das tun, können wir schon mit der Planung des Bahnhofs weitermachen. Das heißt, du kannst mir mal so ein bisschen erklären, was du da noch weiter vorhast. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ja diese riesigen Stahlbögen jetzt und da wäre es doch eigentlich ganz toll, wenn wir jetzt schon mal einen Bogen so ein bisschen gestalten. Ich will auch versuchen, das in dieser Folge hinzukriegen, dass wir also jetzt ein bisschen hier abbauen für die ersten paar Minuten und gucken, dass wir möglichst viele Steine bekommen. Dann werfen wir die schon mal in den Computer, lassen die Genau. schon mal brennen. Die müssen ja noch bearbeitet werden. Das sind nämlich jetzt hier Steine, wir verarbeiten Blöcke, die sind schon mal im Ofen gewesen. Eigentlich die einfach nur die Steine in den Ofen geworfen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, wir bauen einen von diesen riesigen Bögen, tun wir schon mal gestalten mit Glas und mit Deko-Zeugs. Also ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht innen noch mal so einen Rand mit brüchigen Blöcken machen. Das werden wir gleich einfach mal Ich ausprobieren. kann mir das nur noch nicht so ganz vorstellen. Sieht man dann die Stahlträger überhaupt noch? Ja, die kann man noch sehen und zwar. Das wäre ja schade, wenn man diesen riesen Aufwand jetzt mit den Stahlsachen betrieben hat und sie am Ende dann gar nicht mehr sieht. Doch, so wie ich mir es vorstelle, sollte man die eigentlich noch sehen. Die sollen ja noch ein bisschen breiter werden. Mir ist ja aufgefallen, dass die ein bisschen storchenbeinig aussehen, ein bisschen dünn aussehen. Deswegen will ich ja eigentlich auch noch ein bisschen dicker werden mit den Stahlfüßen oder den Standfüßen sozusagen. Und das werden wir dann versuchen, gleich mal bei einem der vielen, vielen Torbögen hinzubekommen, dass wir das schon mal Ja. aufbauen, uns angucken, wie das aussieht, und dann könnt ihr eure Kommentare dazu geben und der Harle kann sagen, was er davon hält, und wir gucken mal, ob wir zusammen dann ein geiles Design hinbekommen. Ich hatte ja auch überlegt, dass man in die großen Torbögen, die ja sehr weit nach oben gehen, vielleicht noch so ein Glasmosaik einbaut in die Frontscheibe. Ja, das klingt doch ganz gut. Und ich hörte also vielleicht sogar eine Infotafel für Computercraft mit einplanen, sodass man da vielleicht abwechselnd die Uhrzeit sieht und dann welche Züge als nächstes ankommen. Den Fahrplan sozusagen. Ja, ein großes Display. Da könntest du zeigen, wie man ein Display baut. Ja. Und ja, ich versuche dann schon mal so ein bisschen die Frontseite fertig zu machen. Ich mache dann nur einen Bogen, zeige ich nur in den Folgen, glaube ich. Und die anderen Bögen baue ich dann dementsprechend schon mal ein bisschen vor. Aber das gucken wir mal. Vielleicht wollt ihr das ja auch sehen, wie ich die baue. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe da mal in die Richtung. So, ihr seht, wir haben hier Hotspots markiert, wo es ganz viele brüchige Steine gibt. Die Genau. sind immer so in so einer Kugel im Boden meistens zu finden. Das machen wir immer bei unseren Expeditionen auf der Suche meistens nach Bienen, Prinzessinnen und alles, was dann so ein Bruchstein ist, wird markiert. Irgendwann haben wir mal aufgehört, weil wir schon so viel hatten, die wir jetzt erstmal abbauen müssen. Ich glaube, wir haben jetzt 28 Stück gespeichert. Jetzt werde So, ich hier es andauernd leckt zurück. hier, Ja. genau. Das ist immer toll. Ich mag das immer. Dann sieht man noch mal, dann kann man die besten Abbauzeiten noch mal genießen, indem man die Steine, die man eben schon mal abgebaut hat, noch mal abbauen darf. Finde ich immer toll. Und ich glaube, wenn wir gleich den hier fertig haben, dann gehe ich mal rüber und schicke die schon mal in den Ofen. Ja. Und jetzt habe ich hier. Ich Opfer meines Mausrades geworden, das gerade so das Werkzeug gewechselt hat. Leider, diese Funktion nutze ich so gut wie gar nicht. Ich benutze die auch sehr ungern, aber meine Maus benutzt sie unheimlich gerne. Die rollt dann einfach weiter, wenn du den Finger drauf liegen So, wie viel hast. Platz im Inventar hast du eigentlich noch? Ich habe noch Platz, halb voll. Jetzt sammle ich wieder selber hier ein. Du sollst doch hier einsammeln. Bleib mal da unten stehen, vielleicht kriegen wir das hin. Nein, es bleibt einfach an der Kante hängen. Dann mach's so. Du musst übrigens nicht alle Blöcke alle Stacks der Reihe nach anklicken. Nein. Du kannst alle auf einmal rauswerfen. Ach so. Und zwar gehst du mit, wenn du im Inventar bist. Ich zeig's mal kurz.
Wo waren wir denn hier? Bruch 3. Dann machen wir mal Del Warp Bruch 3. Pass auf, ich stelle mich mal hier hin. Hier so. Und dann führe ich das mal vor. Bei mir. So. So, ich mache mein Inventar auf. Ich gehe über über den Block, den ich loswerden will. Ich drücke die Shift-Taste. Ducken. Und drücke Q dazu. Und alle Blöcke aus meinem Inventar fliegen heraus. So, das habe ich jetzt mal eingesammelt, damit ich das auch zeigen kann. Also, mit Ducken drauf. Du musst natürlich zu mir gucken. Die fliegen immer in die Richtung, in die du guckst. Ja, das weiß ich ja. So, mit Q. Okay, es gibt aber einen Unterschied zwischen der unteren Neunerleiste und der oberen. Ja, also das zählt dann, also wenn ihr das in der unteren Leiste macht, dann ist das nur die untere Leiste. Wenn ihr das oben macht, dann ist es nur die obere Leiste. So, ich habe mich jetzt mal nach Bruch 4 schnell geworbt, während der Sandrek die schon mal beauftragt zu brennen. Baue ich hier nochmal ein bisschen ab, schnell. So, ich habe mich zurück teleportiert und wir legen jetzt einfach mal unsere gesamte Ausbeute in den Computer. Hier funktioniert das jetzt leider. Bei Hale funktioniert das so, der drückt irgendwie doppelt auf so ein Ding hier und dann gehen alle Steine in den Computer. Sag bei mir. Mal, es funktioniert zu 90%. Bei mir klappt es einfach nie. Man muss sehr schnell drücken. Ich drücke sehr schnell. Du musst Shift dazu drücken. Ducken. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. So, ich zeige mal, so wie ich mir es ungefähr vorstelle. Hoffen, haben wir jetzt noch ein paar brüchige Steine eigentlich da. Brüchige. So, wir haben 12 Stück. Das ist ja, also mit 12 kann ich es nicht vorführen. Wir nehmen einfach mal schon ein paar Glasscheiben. Und ich nehme mal so ein paar Stacks in das Inventar. Und wir gucken uns mal an, wie das hier so aussieht. So, hier, das hier soll ein Torbogen werden. Der gefällt mir aber noch nicht. Der ist noch nicht so schick geworden. Und ich habe mir gedacht, dass wir hier auf jeden Fall alles mit Glasscheiben auffüllen. Deswegen fange ich damit einfach schon mal an. Und zwar, jetzt muss ich doch ein paar hier setzen. Ja, also was man noch dazu sagen muss, wir tun gerade an zwei unterschiedlichen Schauplätzen spielen. Alles, was Sandrek sagt, bezieht sich gerade auf seinen Bahnhof. Da müsst ihr bei seinem Video mal reingucken. Der Ton ist ja quasi simultan bei uns beiden gleichzeitig. Und bei mir kann man einfach zusehen, wie ich gerade langweilig noch ein bisschen Bruchstein abbaue. Ja, was mir gerade bei simultan einfällt, unsere Jukebox ist aus. Da hast du recht. Unsere Minecraft-Musik ist gar nicht an. Die haben wir vergessen. Ja, dann mach die doch mal an. Werf mal einen Coin in die Jukebox ein und das ist jetzt ein bisschen aufwendig, weil die ein Stück weit von meinem Sitzplatz wegsteht. Ach ja, richtig. Sie ist ja auch, sie muss ja auch erst noch hochgefahren werden. Die Jukebox muss noch. Die Röhre muss noch vorgewärmt werden, sozusagen. Genau. Ja, ich fülle das mal hier so ein bisschen auf. Ich stelle mir das ungefähr so vor hier. Ist natürlich jetzt doof, dass Harles Leute das jetzt nicht sehen können. Ich habe jetzt mal ich sage einfach, was ich mache. Ja. Und zwar habe ich jetzt an unserer Stahlkonstruktion ein paar von den brüchigen Steinen dran gesetzt, so als weiße Markierung sozusagen oder als optischer Aufheller. Und ich fülle jetzt einfach zwischen dem Torbogen, der als Eingang dient, und dem nächsten Pfosten jetzt ein bisschen mit Glasscheiben auf. Ich mache das mal 3 hoch. Wir gucken uns mal an, wie das Ganze aussieht. Das soll ja so ein bisschen Bahnhofsflair auch geben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine schöne, große, runde Uhr. Genau. Hatte ich das schon gesagt, dass ich mir oben so eine Digitalanzeige vorstellen könnte? Ja. Aber das wäre natürlich, ja, das wird, glaube ich, zu aufwendig, eine analoge Uhr zu programmieren. So, jetzt bräuchten wir eigentlich Stahlblöcke, weil ich hatte ja auch vor, das Ganze ein bisschen dicker zu machen. Ich rufe jetzt mal Stahl auf. Und ich habe hier schon wieder 3500 Stahlblöcke gecraftet. Die nehme ich jetzt mal. Und zwar soll ja hier jetzt überall nochmal so eine Verstärkung hin. Ich fange jetzt mal hier oben an. So. Nein, das war falsch. Yeah. Wir können auch theoretisch unseren Bahnhof oder an der U-Bahn vielleicht mal gucken, dass man sich ein Ticket kaufen muss. Dass man erst dann reinkommt, wenn man sich ein Ticket gekauft hat.
Dieses Ticketing-System habe ich schon mal gesehen. Ich habe das ja auch schon mal auf unserem alten Server gebaut. So. Das könnte man ins Auge fassen, ja. Da hatte ich Stahltüren gemacht, die sich nur geöffnet haben, wenn man in eine Kiste ein Goldnugget eingeworfen hat. Beziehungsweise das, was man da einwerfen muss, das muss nicht unbedingt ein Goldnugget sein, das kann man konfigurieren. So, ich mache mal hier Stahlstandfüße, also so die Pfosten sozusagen. Die bauen wir jetzt mal so. Das ist so ein ganz ausgeklügeltes System aus Trichtern, Komparatoren, Verstärkern und Truhen. Der Basis war eine Sortiermaschine, mit einfach eine Redstone-Sortiermaschine. Aber mit Computerkraft ist das, glaube ich, noch viel einfacher. Das war nämlich auf unserem normalen alten Minecraft-Server ohne irgendwelche Technik-Mods. So, ich, wenn ihr jetzt bei mir zuguckt und ihr seht jetzt, dass ich das, was ich gerade eben gebaut habe, wieder abbaue. So ist es bei mir. Ich baue das on the fly sozusagen. Also ich baue das und entwickle meine Bausysteme, während ich spiele. Ja, das ist ja das oftmals doch so, dass man sich was denkt, dass sich mal baut, damit man sich mal anschauen kann. Das funktioniert nicht und dann, oder es gefällt einem nicht oder das funktioniert nicht so, dann baut man es halt wieder ab und baut es um. Mache ich auch öfters mal. So, das setzen wir mal das dahin. Jetzt kommt hier auch noch so eine Verstärkung sozusagen, damit diese Pfosten ein bisschen dicker aussehen. Weil ich nämlich finde, dass die nicht so aussehen, als ob sie den Bahnhof tragen. Sah zwar jetzt sehr leichtfüßig aus, was wir gebaut haben, aber ich will das mal so testen hier. Jetzt war bis hier hin. Jetzt bauen wir hier unten noch so die Vergrößerung. Das baue ich vielleicht später nochmal rund. Also so. Rund geht ja bei Minecraft nicht, aber so quasi. Ja, so Minecraft-Rund. Minecraft-Rund. So, wir machen jetzt hier wieder diese weißen Pfosten hin. Da sind ja schon welche. Der ist der zu viel? Nee, da fehlen noch ein paar Steine. Stahlblöcke. Ja, ich habe schon mal versucht, einen Turtle auch zu programmieren, der mir hier den Bruchstein abbaut. Aber das Ganze ist doch sehr viel aufwendiger und komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Da bin ich mittlerweile zu einem Teilerfolg gekommen. Eine Schicht kann ich schon abbauen lassen, aber auch nicht mit diesen ganzen Ecken und Kanten, die dieser Bruchstein mit sich führt, sondern er baut einfach eine gewisse Fläche ab. Und das muss ich ihm eigentlich noch beibringen, dass er dann auch nach oben und unten geht. Denn ich habe zwar schon die Erkennung mit drin, ob er überhaupt einen Stein vor sich erkennt und auch, dass er Bruchstein erkennt, aber diese Drehung, die er dann vollführen muss, diesen Eiertanz, den ich ja quasi hier auch gerade mache, das ist nicht so einfach. So, ihr seht jetzt bei mir, ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt so eine weiße Umrandung machen hier mit unseren brüchigen Blöcken. Und die setze ich jetzt überall auf einen von diesen Stahlblöcken. Ich bin mal in den Flugmodus gegangen, es geht einfach so besser. Da setze ich jetzt überall so einen Block mal hin. Ja, dann hatte ich ja noch Ende letzter Folge, beziehungsweise nachdem sie fertig war, uns noch schnell ein Fluxkabel in den Mittelpunkt des Bahnhofs gezogen und diese WLAN-Antenne, die da stand, mal auch tatsächlich angeschlossen und ein paar Verstärker eingebaut. Genau, die sieht man jetzt, hier steht sie. Ja, und jetzt haben wir überall WLAN hier. Und wir gucken uns jetzt mal den Torbogen an. Der ist jetzt hier verstärkt. Der hat jetzt dickere Füße, dickere Standfüße. Und das muss ich hier oben natürlich noch weiterführen. So. So, ich habe auch diesen Bereich hier bald abgebaut, dann kann ich auch mal rüberkommen und mir anschauen, was du Schönes gebaut hast. Ja, es ist noch so im Entstehen sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze hier durch das Glasscheiben setzen, ist das natürlich sehr aufwendig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das schneller herstellen könnte. Denn so ein Turtle haben, der eines hier abbaut, das wäre echt klasse. Wir haben auch schon versucht, das mit Bergarbeiter-Robotern zu machen. Wir hatten ja die Roboter schon mal vorgestellt. Das hat nicht funktioniert. Übrigens, zu den Robotern gibt es bald das nächste Video. Wir haben da eine Idee, was man damit machen kann. Genau. Ja, die Bergarbeiter-Roboter tun halt wirklich nur
Bergarbeiter Sachen abbauen, also Eisenerz und Zinnerz, also alles, was quasi mit Erz und Kohle zu tun hat. Und brüchige Steine gehören da halt leider nicht dazu. Und ich würde mir gerne, also wenn es da eine Wunschliste gibt für Buildcraft an die Programmierer, dann wäre das definitiv, tut doch einen Universalroboter bauen, den man einfach sagen kann, ich lege dem einen Block mit irgendeinem Material ein und das suchst du bitte und baust es ab. Das wäre schön. Wobei wir vielleicht auch noch den Roboter noch nicht gefunden haben, den wir für Steine einsetzen können. Es gibt ja auch noch den Handwerker, von dem wir noch nicht genau wissen, was er macht. Ich glaube, der Handwerker, der, weil der auch ein Crafting-Table mit dabei hat, ach so, der wird craften. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Aber es gab auch einen, der hat nur Steine abgebaut. Da hast du recht. Den könnte man vielleicht für Bruchsteine nehmen. So, aber ich habe jetzt hier fertig. Ich habe fertig. Wo bin ich denn? Ich bin bei Bruch 4, da muss ich diesen erstmal löschen. So, und dann komme ich doch mal wieder zurück. Zack. Da bin ich. So, ich habe hier mal den Torbogen so ein bisschen ausgebaut, habe ihn mit weißen Steinen jetzt so ein bisschen optisch verstärkt. Und jetzt müsstest du mir sagen, ob das was kann. Ich sehe jetzt hier erstmal schon mal so ein bisschen Glas, das macht schon mal was her. Dann, hier bist du. Innen drin. Ja, das ist doch ganz nett. So als Einfassung auch für das Glas. Ja, und hier, guck mal, die Standfüße habe ich auch größer gebaut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt würde ich aber überlegen, ja, guck mal hier, ob man dann die unterste Schicht, wobei da kann man zwar nicht, nee, da kann man nicht mehr rausgucken. Sonst hätte ich gesagt, lass uns das doch auch aus Bruchstein machen, aber nee, ist besser so. Ich habe jetzt nochmal Stufen besorgt, Stahlstufen. Wenn ich die jetzt noch hier dran mache, wird es wahrscheinlich zu groß werden. Nö. Oder, warte mal, wenn man jetzt, ich mache das mal schnell so. Das will ich mal kurz ausprobieren. Wenn man das so macht, was hältst du denn davon? Nee, dann muss ich hier noch eine hin. So. Nee, auch nicht. Doch, pass auf, du musst die nur ein bisschen anders setzen. Du musst die so in der Schrägen setzen. Jetzt hat das nicht gerafft. Nee, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube schon, dass es klappt. Warte, jetzt guck mal. Ja, doch, genau so dachte ich das. So, da muss man immer so ein bisschen tricksen. Die musst du dann jetzt, jetzt muss ich wieder überlegen, die muss man so setzen. Nee, erstmal muss ja hier, du bist zu weit, erstmal muss das weg, so. Und dann den dahin und den, nein. Den hinten in der Ecke musst du als letztes setzen, in der Diagonalen. Echt? Ja. Nee. So, ja, jetzt hat's geklappt, ja. Nee, das finde ich, hat was. Das hat echt was. So, sind die Standfüße, also dann sind die Pfosten auch ein bisschen, sehen die so aus, ob die den Torbogen auch tragen können. Ja, Fundament. Ja, und hier oben kann man das Ganze ja noch abschließen, indem man dann hier vielleicht die oberen nochmal wegmacht. Hast du eigentlich mittlerweile unsere Spezialöfen benutzt oder sind das noch die normalen? Spezialöfen. Nein, ich habe nicht die Turboöfen benutzt. Weil das geht auch relativ flott, aber dann hast du alle Öfen gerade damit beauftragt, Bruchsteine zu verarbeiten, ne? So viele hatten wir ja nicht, oder? Ja, wir haben schon ganz ordentlich was. So, ich baue das jetzt mal nach, was du da gemacht hast. Dann machen wir das dann bei allen Torbögen jetzt hier, bauen wir jetzt mal diese weiße Dings rein und schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Hier kommt dann auch noch diese weiße, ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen das Bild verstärkt, dass man dann so ein bisschen besser den Torbogen auch sehen kann. Ja, sonst war er zu filigran. Ich weiß nicht, ob man vielleicht leuchtende Steine oder irgendwie so, ja, ich weiß nicht, leuchtende Steine ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ach, hier hinten muss der Pfosten ja noch, pass auf, die Pfosten müssen ja noch dicker gemacht werden hinten. Das hat das was, ach ja doch, natürlich. Oh. Ja, das ist, wie hast du die denn dicker gemacht überhaupt? Ich habe an die mittlere Position immer noch mal Stahlblöcke drangehangen, von jeder Seite einen.
Also komm mal kurz hier vorne hin, dann zeige ich dir es kurz. So, ein bisschen blöd, Leute, dass jetzt keine Musik da ist. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ich habe die nämlich auf meinen Kopfhörern sowieso immer ziemlich leise. Deswegen habe ich das nicht bemerkt. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. So, und zwar habe ich jetzt Stahlblöcke genommen und habe die hier so hochgezogen. Das hat den Vorteil, dass wir nachher die ganzen Dinger wieder hohl machen können. Wir können die mittleren Steine wieder rausnehmen. Es gibt mittlere Steine? Naja, die mittleren Stahlblöcke. Die können wir später wieder rausnehmen. Ja, stimmt. Jetzt muss ich aber doch den wieder hinsetzen, sonst komme ich da nicht hin. So. Bis dahin. Und dann von hier. So, ich habe das schon mal leer gemacht hier. So, jetzt haben wir hier in der Mitte einen Block und Stahl ist halt sehr teuer, deswegen wenn müssen wir. Wenn du da jetzt weggehst, dann genau. Stahl ist ziemlich teuer, da müssen wir halt jetzt gucken, dass wir die mittleren. Ach, da hast du auch schon. Schneller wie die Feuerwehr. So, hier aber noch nicht. So, das sieht man nämlich nachher nicht und dann können hier super gut Monster drin spawnen. Meinst du? Ja, ja, so machen die. Ich kann auch Bruchstein reinfüllen. Das könnte man natürlich tun, genau. So, dann haben wir hier das aufgefüllt und ihr seht jetzt die Stahlkonstruktion, die nimmt hier schon Formen an. Hier fehlt natürlich jetzt noch eine Stahlkonstruktion, die hier oben das dann verbindet. Also hier kommt nochmal ein solcher Träger rüber. Kann ich vielleicht nochmal kurz zeigen. Jetzt habe ich keine Blöcke mehr oder was? Doch. Das wollte nur gerade nicht. So, hier soll auch nochmal so ein Träger, damit wir noch mehr Stahl verbrauchen. Ja, Bahnhof ist aus Stahl. Bahnhöfe waren schon früher immer teuer. Und dann müssen wir hier oben, brauche ich jetzt Glas. Glasblöcke haben wir 16.000 oder 15.000. Ist das hier waren. Absicht, dass das hier so... Nee, das ist glaube ich keine Absicht. Was denn? Hier könnte man doch eine Stahlblocktreppe aufbauen. Ich habe keine. Hier auf diesem Feld. Dann hat man das hier so. Ja, müssen so ein bisschen mal experimentieren. Das ist ja noch nicht genau, fertig. So. Jetzt fehlt dann irgendwie fehlt dann noch ein Abschluss. Bau noch mal eine hier oben drüber. Zu dem großen Pfeiler hin zeigend. So. Jawohl, so ist das schick. Finde ich, gefällt mir. Ja, ja, ja. So, ich habe mal Glasblöcke besorgt. Und mit den Glasblöcken hatte ich jetzt Folgendes vor. Und zwar will ich die hier reinsetzen. Ich mache jetzt nur so ein Stück, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Sonst schaffe ich das nämlich in der Folge nicht. Und das wird aber wahrscheinlich dann gleich ausreichen, damit man das so ein bisschen... Ja, hier drüben musst du noch größer machen. Aber ich weiß gar nicht, wie das dann von den Dimensionen her gehen soll. Wo denn? Ah, jetzt sehe ich es. Ja, 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 ja. Genau. Na, hier außen. Die mache ich mal kaputt. Nee, das war falsch. Da wollte ich gar nicht. Ich wollte hier. So, hier füllen wir mal auf. Und füllen hier auf. So, es werden sich wieder manche Leute ärgern, aufregen und sagen, guck mal, der cheatet, der macht einfach Tag. Ja, wir wollen nicht immer zurückfliegen. Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch hier einfach ein Bett hinstellen und uns kurz reinlegen, damit es wieder Tag wird. Aber das ist, wir haben hier viel Arbeit. Das ist einfach lästig. So gemein sind wir jetzt mal. So, das habe ich auch aufgefüllt. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich hier neben das gemacht habe. Hier kommt einmal auch Glas rein. So, wenn ich mich nicht täusche, ist das jetzt so, das, was ich hier gemacht habe, richtig? Hm. So, hier aber ich weiß es nicht. Das muss der Herr Sandrick sich nochmal anschauen. Das kann ja nicht falsch sein. Wir testen ja gerade hier neue Konzepte. Nein, nein, ich versuche diese Säule nachzubauen irgendwie. Irgendwie sieht das anders aus. Oder? Ich weiß nicht, wo du bist. Kommt da einer und dann kommt noch einer.
So, haben wir denn noch Stahlblöcke? 3.500. Das ist ja mal eine Hausnummer. Das ist es. So, jetzt suchen wir uns nochmal polarisiertes Glas, damit das Bauwerk noch viel teurer wird. Ja, und ich habe es gerade hupen gehört. Ja, ich habe ich auch. Ich wollte nur noch das hier beenden. Und ich hoffe, dass ich mit meinen 53 Steinen da hinkomme. Also nicht Steinen, Glasblöcken. Auf welcher Höhe muss ich hier eigentlich rübergehen? Ich muss mir noch Treppen auch mal besorgen. Also diese Treppe hier ist auf Höhe 85. Und was haben wir hier? Auch 85. Da muss der wieder abgebaut werden. Und hier müssen noch ein paar drauf. So. 82, 83, 84. Und dann kann das hier in der Mitte schon mal ausgehöhlt werden. So, ich habe jetzt mit dem polarisierten Glas das mal getestet, aber das kann man so leider nicht lassen. Nee. Nee, das sieht nämlich jetzt aus, als ob da keine Blöcke drin wären bei Okay. mir. Und leider sieht das doof aus. Hat natürlich jetzt bei Nacht den Vorteil, dass jetzt oben unsere Stahlkonstruktion beleuchtet wäre. Ja. Aber wenn du jetzt mal hier hinten guckst, das hat, geht so leider nicht. Wo bist du denn da? Da, ja. Ja, das sieht ein bisschen fehlend aus. Als könnte es da reinregnen, auch wenn es das nicht kann. So, ich baue uns mal Stahlstufen. So, ich gehe mal hier hoch und Stahltreppen, ich will zeig das das mal. immer Hier so, falsch hier sind jetzt sagen. Blöcke drin, das sieht man aber nicht. Und diese Blöcke, die müssen wir leider, die leuchten nachts. Die polarisierten Glasblöcke, also Quarzglas ist es ja. Leider geht es so nicht. Weil das sieht aus, ob da keine Blöcke drin sind. So. Da müssen wir uns noch was anderes für einfallen lassen. Aber jetzt seht ihr schon mal, wie die Torbögen hier aussehen. Ich fliege jetzt mal hier oben auf unseren Beispiel-U-Bahn-Tunnel. So, 85 stimmt. Ich mache noch einen Screenshot und dann heißt es, Leute, wir müssen auf Wiedersehen sagen. Denn die Folge ist rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Ideen. Vielleicht wisst ihr ja noch irgendwas Tolles, was wir noch hier reinbauen sollten, wie wir das Ganze gestalten sollen. Wie gesagt, hier in diese großen Torbögen, da soll dann noch eine Uhr rein oder es soll noch eine Anzeigentafel rein. Ja, vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Ich Schreibt sie sag uns dann auf. erstmal Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.